Jesus fragt, liebst du mich? Das wäre das Thema für die heutige Predigt. Und was wir anschauen, ist der Bericht von einer ganz besonderen Begegnung. Ein Mann, der schon länger mit Jesus unterwegs ist und der Dramatisches erlebt hat, der erfährt innere Heilung und wird wiederhergestellt. Die Beziehung wird erneuert, die Liebe wird gefestigt und seine Identität und sein Auftrag werden bestätigt. Ich lese dazu den Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, die Verse 15 bis 17. Der Text ist auch auf dem ausgeteilten Handout. Da lesen wir, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Was war passiert? Jesus war am Kreuz gestorben, er war begraben worden und nach 3 Tagen war er von den Toten auferstanden. Und eine Gruppe von seinen Nachfolgern sind miteinander fischen gegangen und auch Petrus ist dabei. Sie fangen aber die ganze Nacht hindurch nichts. Und am Morgen sehen sie einen Mann am Ufer stehen und sie erkennen ihn, es ist Jesus. Jesus sagt ihnen, wo sie das Netz auswerfen sollen und sie fangen enorm viele Fische. Jesus hat am Ufer bereits ein Feuer gemacht und ein Frühstück vorbereitet und nach dem Essen kommt es zu diesem kurzen, aber tiefen Gespräch mit Petrus. Und dieses Gespräch ist nötig, denn zwischen Petrus und Jesus ist einiges geschehen, was geklärt werden muss. Und ich möchte den Inhalt dieses Gesprächs in 3 Punkten entfalten. Das erste, das Problem ist tief. Das zweite, die Operation tut weh. Und das dritte, die Heilung baut auf. Das Problem ist tief. Was war geschehen? Kurz bevor Jesus verhaftet wird, hat sich folgende Szene abgespielt. Jesus warnt den Petrus, dass es jetzt richtig heftig werden wird für ihn und die anderen Nachfolger. Die werden hart auf die Probe gestellt werden. Und Petrus sagt darauf, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und dann sagt er noch dazu, auch wenn alle sich von dir abwenden, ich nicht. Und Jesus daraufhin, ich sage dir, Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Und Petrus widerspricht und behauptet, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Und dann hat Petrus bei der Verhaftung von Jesus sogar gekämpft. Er hat todesmutig als Einziger das Schwert gezogen, hat zugeschlagen, hat sogar jemand verletzt. Jesus musste eingreifen und diese Person heilen. Doch dann kommt alles ganz anders. Im Hof des Hohen Priesters, wo der Prozess gegen Jesus beginnt, da ist Petrus mit dabei und er wärmt sich an einem Feuer. Und jetzt wird er öffentlich konfrontiert und zwar 3-mal. Der hier war auch mit Jesus zusammen. Du bist auch einer von denen. Und Petrus, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Jedes Mal leugnet er ganz massiv ab, dass er was mit Jesus zu tun hat. Und Matthäus berichtet, dass er dabei sogar geflucht hat und Verwünschungen ausgestoßen hat. Nun, Petrus ist nicht irgendjemand. Er ist nicht nur einer der 12 ersten Nachfolger von Jesus. Er gehört zu einer Gruppe von 3, die noch mehr Dinge mit Jesus zusammen erlebt haben als die anderen. Das sind Petrus, Jakobus und Johannes.
Petrus hatte früher Simon geheißen. Und als er dann bekannt hat, dass Jesus der Messias und der Sohn Gottes ist, da bekam er seinen neuen Namen, Petrus, und bekam eine leitende Rolle unter den 12 Nachfolgern. Nun, wir wissen, jeder kann von einem Fehltritt überrascht werden. Du kannst überrascht werden und dann sagen, so bin ich eigentlich nicht, das bin nicht ich. Okay, aber dreimal hintereinander, das bist dann doch du. Das ist das Problem in seiner ganzen Tiefe. Ein Angriff aus einer unerwarteten Ecke und Petrus geht in die Knie. Hat doch nicht richtig eingeschätzt, wie sehr er am Leben hängt und wie sehr einem die feindliche Umgebung Angst machen kann. Dabei wird er nicht mal direkt bedroht. Es ist nicht gesagt, dass ihm wirklich was passieren wird. Er wird nur verdächtigt, aber das reicht schon. Wir erfassen das heute nur teilweise, wie unverzeihlich das Verhalten des Petrus in der damaligen Kultur war. In unserer Kultur kann man einen Lehrer, einen Ausbildner wechseln, gewöhnlich ohne größere Probleme. Aber damals, seinen Rabbi verlässt man nicht und noch weniger verleugnet und verrät man ihn. Das ist sehr ernst. Das wäre ungefähr so, jemand hat dir dein Studium finanziert und dir dann noch eine gute Position verschafft und du lässt diese Person fallen, um deine eigene Haut zu retten. Das wäre so die Situation. Im Hof des Hohen Priesters kommt jetzt auf einmal eine Stimme aus dem Off, Kikeriki macht es. Und Jesus, dem gerade der Prozess gemacht wird, der schaut den Petrus an von Weitem. Petrus zuckt zusammen, verlässt den Hof wie ein geschlagener Hund. In irgendeinem Winkel in der Stadt, wo er nicht gesehen wird, lässt er dann seinen Tränen und seiner Verzweiflung freien Lauf. Ist jetzt alles dahin? Ist die Beziehung zu Jesus unheilbar kaputt? Vielleicht hast du etwas in deiner Vergangenheit, mit dem du nicht leben kannst. Es verdunkelt dein Leben. Du bereust es so sehr. Vielleicht fühlst du dich hier direkt angesprochen. Aber auch wenn das nicht so ist, auch für die unter uns, die so etwas nicht in ihrer Vergangenheit haben, da gilt der Vers aus dem Propheten Jeremia, der ist auch auf dem Handout, Kapitel 17, Vers 9, überaus trügerisch ist das menschliche Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Wir empfinden ja intuitiv hier, ein guter und anständiger Mensch würde sich anders benehmen. Der würde für sich selbst einen Nachteil in Kauf nehmen, um einem Freund einen Vorteil zu verschaffen. Ein böser Mensch handelt genau andersherum, ebenso wie Petrus. Und es ist doch so. Wir sind in uns drin mehr zum Bösen fähig, als wir glauben. Das muss Petrus hier erkennen. Wir sind in der Lage, anderen einen Nachteil zu verschaffen, um unsere eigene Haut zu retten. Überaus trügerisch und bösartig ist das menschliche Herz. Und deshalb brauche ich und du diese Operation, die Jesus jetzt hier mit Petrus durchführt. Und zwar macht Petrus das aus Liebe. Das muss ich an dieser Stelle gleich mal dazu sagen. Letztens habe ich so einen Satz gelesen. Das, was dir an dir selbst am meisten zu schaffen macht, das bewirkt in Jesus umso mehr Freude daran, dich zu umarmen. Ich sage es nochmal. Was dir an dir selbst am meisten zu schaffen macht, bewirkt in Jesus umso mehr Freude daran, dich zu umarmen. So komme ich zum zweiten Punkt. Die Operation tut weh. Petrus braucht eine Behandlung, die schmerzhaft ist. Anders geht es nicht. Jesus sagt nicht einfach, okay, Petrus, schwamm drüber. Klar, du hast versagt, du bist ein fehlbarer Mensch. Aber ich liebe sowieso alle, deswegen lass das Vergangene in Ruhe. Gehen wir weiter, vergiss es einfach. Das wäre eine billige Gnade, die niemand verändert. So eine Kultur der billigen Gnade sagt, Sünde ist gar kein großes Ding. Gott vergibt allen einfach so, das ist ja sein Job schließlich. Da braucht es nicht wirklich Veränderung. Veränderung, okay, das ist eine Option, aber nicht dringend notwendig. Nun, wenn ich aber so denke, dann werde ich auch nicht aufstehen gegen Unrecht, wenn es um mich herum geschieht, aber mich nicht direkt betrifft, oder?
Wenn Sünde eine Bagatelle wäre, die man auch vernachlässigen kann, dann wäre es für Gott auch nichts Besonderes, wenn er uns annimmt und uns vergibt. Dann hätten wir nur so einen mittelmäßig liebevollen Gott. Dann hätte es das nicht gebraucht, dass Gott in Jesus selbst kommt und sein eigenes Urteil über die Sünde auf sich nimmt und am Kreuz stirbt. Dann sollte es aber eigentlich auch für uns kein großes Ding sein, andere Menschen immer anzunehmen und zu lieben, auch solche, die an uns schuldig werden. Das sollte dann kein größeres Problem sein. Aber es ist doch so, spätestens wenn an uns selbst gesündigt wird, dann spüren wir ganz deutlich, Sünde ist keine Bagatelle. Und es stimmt. Der Gott der Bibel ist ein leidenschaftlich liebender Gott. Und deshalb will er uns trennen von dem, was uns kaputt macht. Und deshalb sein unbedingtes Nein zum Bösen. Und deshalb musste etwas Drastisches geschehen, das Kreuz. Gott nimmt in Jesus die Sünde und ihre Folgen auf sich. Und deshalb wollte Jesus sich selbst hingeben für uns. So und nicht kleiner ist Gottes Liebe. Und je mehr du siehst, wie krass und ernst die Sünde ist, umso mehr erkennst du auch, wie wunderbar das ist, was Jesus getan hat. Wenn du verändert werden sollst, dann musst du sehen, wie ernst die Sünde ist. Und deshalb setzt Jesus jetzt so im Bild gesprochen ein Chirurgenmesser an. Petrus muss zurückschauen und erkennen, was er getan hat. Dieses ganze Treffen hier beginnt mit einem erfolglosen Fischfang. Das ist für den Petrus ein Déjà-vu. Das hat er schon mal irgendwo erlebt. So wie damals, als Jesus dem Petrus zum ersten Mal direkt begegnet. Da hatte Petrus auch die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Und Jesus hat ihn aufgefordert, das Netz noch einmal auszuwerfen. Und als sie dann ganz viele Fische gefangen haben, da hatte Petrus ganz überwältigt gesagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Die Erinnerung, die ist unvermeidlich. Und Petrus könnte wieder das Gleiche sagen. Und wo findet jetzt das Gespräch statt? Bei einem Feuer. Wo hatte Petrus verleugnet? Bei einem Feuer. Wieder so ein Déjà-vu-Erlebnis. Dreimal hat Petrus verleugnet und deshalb fragt Jesus ihn auch dreimal. Und Petrus redet ihn nicht mit seinem neuen Namen an, sondern mit dem alten, sagt Simon. Simon, liebst du mich mehr als die anderen hier? Wirklich, genau das hatte er ja behauptet, ein paar Stunden vor seiner Verleugnung. Auch wenn alle dich verlassen, ich niemals, hatte er gesagt. Ich bin dein bester Mann, das hast du ja schon gemerkt, Jesus, nicht wahr? Wenn Gott dir gnädig ist, dann wird er so ein Chirurgenmesser ansetzen. Du fängst an, die Abgründe in dir selbst zu sehen. Du merkst, wie abstoßend und hässlich die Sünde ist, und zwar deine Sünde. Du siehst auf einmal, dass du schlimmer bist, als du zugeben möchtest, dass du stärker von dir selbst absorbiert bist, dass du schneller bereit bist, Menschen fallen zu lassen, um deine Haut zu retten, als du das einsehen willst. Und du fühlst die Schuld und die Scham, und so geht es dem Petrus hier, und das tut weh. So eine innere Überführung geschieht auf verschiedene Weise, manchmal durch die Bibel, manchmal durch einen Input, durch Freunde, durch Umstände. Es ist der Heilige Geist, der das bewirkt. Wichtig ist etwas, wenn das Chirurgenmesser schneidet, dann lass es geschehen und versuch nicht auszuweichen, sonst verwundest du dich noch mehr. Aber du darfst eins wissen, dieser Ort deiner tiefsten Scham und Reue, das ist auch der Ort, an dem Jesus dich am meisten liebt. Wie kannst du so reagieren, dass es dich verändert und heilt? Es gibt so eine Art Reue und Traurigkeit, die nur zu mehr Wunden führt. Was meine ich damit? So eine Einstellung, dass ich denke, mein Versagen tut mir leid. Aber wenn ich ehrlich bin, dann wegen mir selbst und wegen der unangenehmen Folgen, die es für mich hat. Ich verabscheue nicht die Sünde an sich, weil sie so hässlich ist, weil sie Jesus ins Gesicht schlägt. Ich verabscheue die Konsequenzen. Die Sünde an sich wäre cool, aber die Konsequenzen will ich nicht.
Und ich frage, was muss ich tun, damit Gott macht, dass ich mich wieder besser fühle? Alles dreht sich dabei um mich. Und dann kommt es nicht zur Veränderung und zur Heilung. Es kann auch sein, dass ich in diesen Abgrund nicht hineinschauen will, der sich da in meinem Herzen auftut. Ich wehre ab. Petrus könnte jetzt auch in einen Verteidigungsmodus gehen, könnte sagen, ja, mach mal langsam, schließlich war mein Leben bedroht. Oder warum nennst du mich jetzt wieder Simon? Du hattest mir doch schon den neuen Namen Petrus gegeben. Und als Jesus zum zweiten Mal fragt, liebst du mich? Da könnte er antworten, ach Herr, das habe ich doch gerade gesagt. Was soll das? Aber solche Sprüche kommen hier nicht. Petrus hält still. Es ist ihm klar, ich habe Jesus betrübt. Er sieht seine Sünde in den schwärzesten Farben und das tut weh. Da ist keine Rede mehr davon, dass er es doch besser macht als die anderen Jünger. Es ist ihm klar, er ist der Schlimmste von ihnen. Und deshalb setzt er sich jetzt mit Jesus hin und deshalb wartet er, wird alles annehmen, was Jesus ihm sagt. Aber etwas haut ihn um, nämlich, dass Jesus ihm, diesem schlimmsten Versager unter den noch lebenden Aposteln, dass Jesus ihm auf diese Art und Weise nachgeht und sich um ihn kümmert. Und er weiß, ich könnte nie von Jesus los. Von dieser Liebe, die mir hier entgegenkommt. Und das wird immer so sein. Jesus handelt mit uns aus einer Liebe, die unsere Vorstellungen übersteigt, die sie sprengt. Aber wie jetzt darauf antworten? Jesus fragt, hast du mich lieb? Einfach zu behaupten, ja, ich liebe dich, das wagt Petrus nicht. Und deshalb sagt er, du weißt es. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Du kennst mein Herz bis auf den Boden und du weißt, ich könnte nicht ohne dich sein. Ich könnte nicht von dir los. Wer viel vergeben bekommt, der liebt auch viel, hat Jesus an anderer Stelle gesagt. Und genau das trifft dir zu. Und jetzt der letzte Punkt. Die Heilung baut auf. Jetzt stellt Jesus den Petrus wieder her. Und wie macht er das? Er gibt ihm dreimal eine Bestätigung. Petrus gibt eigentlich jedes Mal zu, ja, ich habe es falsch gemacht. Und Jesus sagt dreimal, sorge für meine Lämmer, hüte meine Schafe. Und das bedeutet, sei der Hirte, sei der Leiter, als den ich dich auserwählt habe. Jetzt könnte man denken, was machst du, Jesus? Wie kannst du den noch als vertrauenswürdig ansehen? Nun, es ist doch so. Religiöse Leistung bedeutet, wenn ich mich als gut und als brauchbar und als stark erweise, dann kann ich die Gunst Gottes verdienen, dann kann ich ein Leiter werden, sonst nicht. Aber das Evangelium bedeutet, wenn du an Jesus glaubst, dann bekommst du einen makellosen Leistungsnachweis, nämlich den Leistungsnachweis von Jesus selbst. Und je mehr du deine Sünde und Schwachheit siehst, umso heller und strahlender wird die Gnade von Jesus und umso mehr bist du in Verbindung mit Jesus und mit seiner Gnade. Und Jesus macht dem Petrus hier klar, Petrus, du bist der größte Versager unter den noch lebenden Aposteln. Aber wenn du dein Versagen in meine Gnade tauchst, dann wirst du ein richtig guter Leiter. Das ist Wachstum. Wachsen werden die, die umkehren und die Größe ihrer Sünde sehen. Und wenn unsere Sünde so groß ist, in unseren Augen, dann ist die Gnade so groß. Und wenn die Sünde so groß ist, dann ist die Gnade so groß. Und Jesus weiß, was Petrus jetzt erlebt hat, das wird ihn zu einem guten Leiter machen. Und so ein Vorgang, der muss immer wieder geschehen, damit Wachstum geschieht. Das größte Versagen, eingetaucht in die Gnade von Jesus, macht dich zu einem brauchbaren Leiter. Eine Zerbruchserfahrung durch Gnade geheilt, verändert dich. Und Jesus macht noch mehr klar. Je mehr du deine Zerbrochenheit erkennst und je mehr du in meine Gnade eintauchst, umso mehr wirst du andere Menschen verstehen, umso mehr wirst du sehen, wie das menschliche Herz tickt, umso weniger wirst du überrascht sein von dem, was du im Leben so antriffst, wie andere Menschen sich schräg benehmen können. Umso barmherziger wirst du mit anderen Menschen sein.
umso mehr wirst du dich auf mich verlassen und nicht auf dich selbst. Umso weiser wirst du sein. Du wächst im Glauben. Und ich muss sagen, ich habe auch selbst am meisten gelernt durch so Zerbruchserfahrungen, wo ich in den Abgrund in meinem Herzen reinschauen musste und zugeben musste, so sieht es da tatsächlich aus, und mich dann auf Gottes Gnade werfen musste. Und genauso sieht es der Apostel Paulus Jahre später, wenn er schreibt, und auch das ist auf dem Handout, 1. Timotheus 1, die Stelle: Ich danke Jesus Christus, unserem Herrn, denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen, ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat, und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich sind. Wem viel vergeben worden ist, der liebt viel. Und dann sagt er noch in dem letzten Vers, einen größeren Sünder wie mich, als mich, gibt es nicht. Paulus, wie kannst du sowas schreiben, könnte man fragen. Es kann sein, dass man sich so fühlt, wenn man von Sünde überführt wird. Aber genau das verändert. Jesus hatte vor seiner Verhaftung dem Petrus gesagt, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Das müssen wir noch ein bisschen reflektieren am Schluss. Das bedeutet nämlich, dass Jesus sagt, schau mal, ich weiß, was kommen wird. Ich weiß es schon, was kommen wird. Jesus weiß um unser Versagen, auch um das Versagen, das erst noch kommen wird in unserem Leben. Wir werden Jesus also nicht damit überraschen. Es wird nie eine Situation eintreten, dass Jesus sagt, also das hätte ich jetzt von dir wirklich nicht gedacht, dass du sowas machen kannst. Nein, du kannst nicht länger mein Nachfolger sein, du hast dich endgültig disqualifiziert. Das wird nie geschehen. Er hat es ja vorher gewusst und hat trotzdem zu uns Ja gesagt. Es ist nicht so, dass Jesus uns sozusagen auf Probe annimmt und wenn dann nichts Schlimmeres passiert, dann bekommen wir irgendwann mal einen festen Vertrag. Nein, Jesus hat uns, wenn wir zu ihm gekommen sind, bereits fest und für immer angenommen. Und das im Wissen um alles, was noch passieren wird, an Versagen in unserem Leben. Und sowas nennt man Gnade. Und so eifrig ist Jesus darin, uns seine Gnade und Liebe zu geben. Und das ist doch einfach was zum Freuen, wie Jesus mit uns umgegangen ist und immer wieder umgeht. Er ist der Gott der zweiten Chance und der dritten und der vierten. Und wir werden ihn dafür die ganze Ewigkeit anbeten. Amen.